Schattenblind, so heißt ein einzigartiges Musical-Projekt im Saarland. Hier zu sehen die ersten Aufnahmen zu dem ehrgeizigen Rockprojekt. Aus der spontanen Idee der Musikfans Tobias Krämer und Pascal Anna, einen Musikfilm zu machen, entwickelte sich schnell ein Großprojekt. Es war eine ganz lustige Geschichte, wie das immer so ist. Wir waren im McDonald's in Homburg, haben wir letztens festgestellt. Wir wussten gar nicht mehr genau, wo das war. Und Pascal war auf einer Ausstellung und kam zurück mit der Idee, ich will einen Film machen. Das hat sich dann immer weiterentwickelt. Und aus dem Film ist dann letzten Endes eben ein Film mit Musik und Gesang geworden. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen ein Musical. Und da in diesem Musical aber überhaupt gar nicht gesprochen wird, muss man eher sagen, dass es eine Rockoper geworden ist. Nach der Idee folgte relativ rasch die Umsetzung. An Ideen mangelt es den beiden jedenfalls nicht. Es war klar, dass das Ganze ein Rockmusical werden wird. Ich habe mich dann irgendwann hingesetzt und habe angefangen, Demos aufzunehmen. Das sind insgesamt etwa 130 Minuten Musik. Die haben wir alle auf die Homepage geladen und dann eben Musiker angefragt. Musiker haben sich bei uns gemeldet. Die haben sich dann die Demos runtergeladen und haben selbst sich dann überlegen können, was spiele ich da drauf? Wie interpretiere ich jetzt diese Musik? Und das Ergebnis ist total interessant geworden, weil sich die Musik so wirklich entwickelt. Entsprechend schnell stieg dann auch die Zahl der Mitwirkenden an. Über mangelnden Zuspruch kann sich das Schattenblind-Team nicht beklagen. Selbst bekannte Namen sind mittlerweile mit dabei. Momentan haben wir bei Schattenblind um die 150, 160 Mitwirkende, darunter aber auch ein paar bekanntere Größen, wie jetzt Helen Vogt zum Beispiel, die Sängerin von Flowing Tears, oder Profi-Saxophonistin Celia Baron unterstützt unsere Aufnahmen auch, und Ruben Bitz vom Musical-Projekt Neunkirchen, der in den letzten Jahren die Hauptrolle im Merlin-Musical auch hatte, ist bei uns auch Hauptrolle auf der Bühne. Also wir haben schon ein paar Leute mit dabei, die da richtig Erfahrung haben, richtig Ahnung von dem haben, was sie machen. Neben den zahlreichen Musikern helfen auch viele Künstler mit Illustrationen zum Musical aus. Diese sollen dann möglichst ausgestellt werden. Allerdings fehlt noch ein Raum. Interessenten können unter www.schattenblind.de Kontaktadressen finden. Neben der Musik und den Bildern wurde auch die ursprüngliche Idee, einen Film zu drehen, nicht ganz verworfen. Die Live-Show soll ein Zusammenspiel aus allen Bereichen bilden. Die Live-Show später wird sich unterteilen in die Bühnenaufführung als solches, gepaart mit Videoprojektionen, die über Leinwand laufen sollen, und dass die Musik von einer Liveband auch performt werden wird. Viel zu tun für zwei Laien. Darum hat man sich Hilfe bei Tontechniker Michael Zöller geholt. Wie alle Beteiligten arbeitet er völlig unentgeltlich, denn die Einnahmen sollen einem guten Zweck zugutekommen. Also baute er kurzerhand selbst ein Tonstudio auf. Hier ist das Mito-Projekt Studio. Das habe ich eigentlich alles in Eigenregie gebaut. Irgendwann kam dann Tobi, der Musikmensch. Ja. Ich bin ja eher der Tonmensch. Und hat gesagt, lass uns das Projekt zusammen machen. Na? Und somit haben wir das dann auch gestartet. Wie die Initiatoren ist auch Michael Zöller mit Feuereifer bei der Sache. Auch wenn bei den Aufnahmen mal etwas nicht beim ersten Take gleich klappt. Die Musiker waren im Großen und Ganzen echt überraschend gut. Ja. Es ist eine Freude, die meisten aufzunehmen. Macht echt Spaß. Und hier und da gibt es kleine Defizite, die kann man ausbügeln. Ja. Denn es sind nicht alle Profis, das merkt man. Aber es macht trotzdem Spaß und es ist schön. Neben den vielen Musikern konnte inzwischen sogar Ministerpräsident Peter Müller als Schirmherr für das Projekt gewonnen werden. Dennoch freut sich das Schattenblind-Team natürlich immer noch über jede Unterstützung. Wir brauchen auch noch Unterstützung. Also gerade auffallend ist, dass beim Chor sehr, sehr viele Frauen schon dabei sind und es allerdings noch ein paar Männer fehlen. Also es wäre schön, wenn wir da noch ein bisschen Unterstützung kriegen würden. Genauso, also wir suchen uns verrückt nach Streichern, die bereit sind, sowas unentgeltlich zu machen. Das war bis jetzt die Suche der Nadel im Heuhaufen. Wer nun Interesse bekommen hat, bei einem einzigartigen Musikprojekt mitzuwirken, findet unter www.schattenblind.de alle weiteren Informationen. Übrigens werden auch Sponsoren gesucht, die bei der Finanzierung des Musikprojekts mithelfen. Bis zur Erstaufführung gibt es also noch viel zu tun.